So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 27. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich den spektakulären Tag gestern entsprechend einordnen. Da hat uns die Fed ja ein ganz schönes Ei ins Nest gelegt, in Anführungsstrichen. Ich hatte gestern gesagt, im Hinblick beispielsweise auf die Tesla Earnings, das müsste so ein richtiges Line-up geben, wo sich die Sterne an einer Kette aufreihen oder aneinanderreihen tatsächlich. Aber dann wäre da durchaus einiges an bullischem Potenzial gegeben. Und ja, es sah erstmal vielversprechend aus. Und wir starteten mit viel, viel Vorschusslorbeeren in das Fed-Event. Ich hatte in diesem Zusammenhang gesagt, dass hier tatsächlich eine Abnahme der Spekulation, ich glaube, ich hatte das auch so ziemlich genau in meiner DAX-Analyse für gestern noch im Nachmittag geschrieben gehabt, oder beziehungsweise früher im Nachmittag war es. Dass es hier wahrscheinlich darum gehen wird, ob die Wahrscheinlichkeit oder wie stark die Wahrscheinlichkeit, so habe ich es formuliert, wie stark die Wahrscheinlichkeit unter oder beziehungsweise in Bezug auf eine Zinsanhebung bis Dezember von 4 Zinsschritten unter 50% zurückläuft. Also bedeutet etwas anders formuliert, dass der Markt einfach hier beginnt auszupreisen infolge der jüngsten Volatilität, die wir in Tech-Aktien besonders zu sehen bekommen haben, beginnt eben auszupreisen, dass es hier 4 Zinsschritte in 2022 geben wird. Und ja, das war der Gameplan. Und das, was wir jetzt aktuell zu sehen bekommen, wir werden da gleich natürlich einen Blick drauf werfen, das ist die Spekulation mittlerweile von über 60%, dass es sogar 15 Schritte in 2022 gibt. Also die Rhetorik von Jay Powell, die wurde erstaunlich hawkisch wahrgenommen. Das gilt besonders im Hinblick auf seine Kommentare rund um die Inflation. Das haben Tech-Titel natürlich überhaupt gar nicht gut finden können. In diesem Zusammenhang ist auch beispielsweise Tesla dann unter die 950 zurückgerutscht, die man dann hatte infolge der starken Aufschläge zum Nasdaq gestern im Nachmittag noch aufbauen können. Und ja, Tesla, da werden wir natürlich auf die Earnings auch einen Blick werfen. Ich hatte das schon im Ablauf, hatte ich das tatsächlich in der Discord-Community geschrieben. Also dazu findet ihr auch den Link hier in seiner Chatbox. Da hatten wir in dem Zusammenhang dann ein Earnings-Release. Der war im ersten Moment jetzt nicht so prall, in Anführungsstrichen. EPS, der lag zwar über der Erwartung von 2,54 $, also Gewinn pro Aktie, 2,54 $ gegen 2,39 $, 2,38 $ erwartet. Und ich hatte ja noch im Morning-Meeting gesagt, so 2,55 ist eigentlich schon relativ konservativ. Ehrlich gesagt, so 2,65, 2,70, eventuell sogar 3 $. Das wäre noch der absolute Crack gewesen. Ja, 2,54. Erstmal die Initial Flush auf der Unterseite, sogar unter die 900. Und ich dachte mir schon, Mensch, da hast du aber ganz schön auf der falschen Seite gelegen, nur um dann später festzustellen, dass in diesem Zusammenhang es eine Einmalzahlung aus dem Jahr 2012 gab, in Höhe von 340 Millionen bezüglich Elon Musks Steuer tatsächlich. Wir werden gleich, wie gesagt, einen Blick drauf werfen. Und wenn man das rausrechnet, dann liegen wir bei einem Gewinn pro Aktie plötzlich bei 2,84 $. Das wiederum ist natürlich ziemlich crushing bis jetzt. Also man hat es auch in der Nasdaq-Börse gesehen. Starke Gegenbewegung. Ich hatte gestern noch über Twitter was geschrieben. Vielleicht gibt es so einen ähnlichen Microsoft-Effekt, wo wir auch initial flashten, obwohl die Zahlen sehr stark waren und dann uns bullisch präsentiert haben. Also, wie gesagt, auf jeden Fall haben wir dann diese Abschläge aus der Nachbörse eben wieder aufholen können uns aber derzeit jedenfalls nicht gegen das globale makroökonomische Bild durchsetzen. Also ihr seht, wir haben einiges auf jeden Fall auf der Agenda, wir werden das einordnen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich finde, das heißt sich sogar stark, was der Markt gerade fabriziert, besonders im Hinblick auf den DAX, wobei der wiederum eventuell auch derzeit durch die Euro-Schwäche jetzt ein bisschen performt, Stichwort Export und dergleichen. Auch darauf werfen wir einen Blick. Also wir haben auf jeden Fall eine Packed Agenda für heute im Anbetracht eben der gestrigen Ereignisse. Bevor wir ganz offiziell starten, hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die mit dem hohen Risiko einhergehen. Ausgehend vom Umstand, dass sie auf Margin gehandelt werden, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hierfür sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst mit diesem vertraut. Dann setze man sich mit den Produkten auseinander. Devisen, CFDs, alle Informationen auf der Webseite markets.com/de. Dort auch der vollständige Risikohinweis. Lade sich eine kostenlose, risikofreie dann Demo herunter. Risikofrei im Sinne von Handel ausprobieren. Wenn man dann feststellt, dass dieser Handel sich für einen eignet, dann ist der Weg zum Live-Konto auch zu machen. Wie gesagt, markets.com/de. Da alle weiteren Informationen auch über die Produktpalette Devisen CFDs hinaus. Da sind dann auch physische Aktien, ETFs beispielsweise verfügbar. Gerne auch der Elena eine E-Mail schreiben. Mich gerne kontaktieren jetzt hier in der Chatbox mit Fragen rund um den Markt, eure Einschätzung. Ich hatte gerade schon die Discord-Community, deren Link ihr schon in der Chatbox findet, eben thematisiert gehabt. Also diese Discord-Community gerne auch nutzen, um eure Fragen zu stellen. Ich fokussiere mich da besonders auf US-Equities, aber ihr könnt gerne alle anderen Märkte auch natürlich thematisieren, diskutieren, untereinander, miteinander eure Trade-Ideen dort teilen und dergleichen. Gleiches gilt auch für meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr eine Trading-Chatbox jeden Tag, wo ihr dann ebenfalls euch mit mir bzw. auch mit Trading-Begeisterten austauschen könnt. Folgt mir gerne auch bei Twitter. Das war gestern meine Hauptquelle.
mittlerweile tatsächlich, ich habe das gar nicht so eingestellt bei Discord erstmal, das habe ich heute früh erst gemacht. Das ist dann @jensklattfx. Ja, also diverse Möglichkeiten auf jeden Fall in Kontakt zu treten, solltet ihr Fragen, Einschätzungen und Wünsche rund um die Märkte eben haben. So, hier immer der Blick auf den DAX. Erinnert so ein bisschen im Zug auf die Entwicklung. Wir sehen es hier, das waren die gestrigen Abschläge dann. Nein, heute Nacht, Verzeihung. Das waren gar nicht die Abschläge von gestern. Also gestern, das war noch relativ moderat eigentlich ab 20 Uhr. Der asiatische Handel hat sich sehr schwach präsentiert gehabt. Die Entwicklung, die wir jetzt zu sehen bekommen, die erinnert so ein bisschen an das, was wir gestern auch hier sahen, rollten über. Wie gesagt, jetzt ist die Katze aus dem Sack in Bezug auf die Fed und deswegen empfinde ich das hier sogar noch als ein Vielfaches stärker als das, was gestern tatsächlich stattgefunden hat. Gestern hatten wir technische Level hier herausgearbeitet gehabt im Hinblick auf den DAX. Diese Region, die können wir jetzt übrigens hier, na wohl, das ist gar nicht richtig, das ist nicht ganz die Region. Wir müssen das tatsächlich ein bisschen höher legen. Das war hier so diese Ausbruchregion. Das war die Region 15, 270, 300 ungefähr. Die hatte ich auch im Hinblick auf meine DAX-Analyse, hatte ich das zum Thema gemacht gehabt. Wie gesagt, hier finden wir eigentlich einen guten Support. Der Support, der konnte wirklich gestern auch gehalten werden. Also wir sind in diesem Bereich fast punktgenau, genau in diese Gefilde reingelaufen und sahen dann einen entsprechenden Bounce. Also das war jetzt kein starker Bounce, aber nichtsdestotrotz eine Gegenbewegung, die dann wiederum uns in den ersten Stunden ganz im Nachthandel natürlich zurück sogar über 15,4 befördert hat. Und dann haben eben die asiatischen Märkte hier dafür gesorgt, dass die gebrochen wurde. Aber, und jetzt kommt's, jetzt wird es eben zurückerobert. Und wird ausgehend hiervon wieder zu einer neuen Unterstützung, die sie auch gestern schon war. Ganz dünnes Umfeld natürlich, deswegen ist auch die Signifikanz hier so ein bisschen in Frage zu stellen. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das stark. Und ich finde auch extrem stark, dass wir erneut, das war jetzt der dritte, vierte Anlauf der 15.000er-Region im DAX, haben die halten können. Also, wir werden gleich, wie gesagt, übergeordnet das alles einordnen, was gestern da gelaufen ist mit der Fed. Aber das ist eigentlich kein Umfeld, in dem du super bullish bist. Also, wie gesagt, in Bezug besonders auf Tech-Titel, davon ist der DAX jetzt nicht ganz so betroffen, aber auch generell Aktien. Also, wir sehen hier in diesem Zusammenhang, auf die Fed haben wir bärischen Impuls zu sehen bekommen. Asiatische Märkte haben es überhaupt nicht gut verkraftet, starke Abschläge gesehen. Und dass wir jetzt mit etwas Verzögerung, wenn sich der Staub beginnt zu legen, so bullish reagieren, ich finde das nicht schlecht. Also das ist ein sehr stark bullisches Signal. Wie gesagt, es könnte auch sein, auch ein weiterer potenzieller Treiber vielleicht. Wir warten ab, was die US-Märkte uns heute Nachmittag präsentieren. Also auch da müssen wir jetzt wieder einiges aus dem Weg räumen, um dieses höhere Tief aber wiederum zum Thema zu machen, beziehungsweise dann auch zu bestätigen. Auch dazu gleich noch mehr. Es könnte auch durchaus sein, dass das jetzt aktuell eben infolge dieser hawkischen Rhetorik, die da durchgeschienen ist und dieser stärkeren Motivation, Zinsanhebung auf den Weg zu bringen, könnte auch sein, dass das eben dann dazu führt, dass der, nicht, führt dazu, dass der Euro-US-Dollar unter 1,12 gelaufen ist, also nochmal unter dieses wichtige Level. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, ich glaube, an den Goldschenk, der hat einen Euro-Short-Trade auf den Weg gebracht, der sollte jetzt sich eigentlich sehr, 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 sehr profitabel für ihn entwickeln, hat jetzt einen potenziellen Teilgewinn mal erreicht, das hat er zum Thema gemacht in der Discord-Community. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, vielleicht ist es auch der Umstand, dass eben der Euro gerade zum US-Dollar wieder stärker abwertet. Ich würde das allerdings ehrlich gesagt hinten anstellen als möglichen Grund. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Journalisten hätte, der würde mich anrufen, ja, weiß ich nicht, von der Börse ARD oder irgendwie so, weiß ich nicht, von der ARD, mit denen steht man mittlerweile sowieso so ein bisschen kritisch gegenüber, ehrlich gesagt. Ja, da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Das sind super nette Menschen, also nicht, dass man mich da falsch versteht, aber wahrscheinlich würde man einfach sowas sagen wie, ja, das ist der schwache Euro. Da würde man nicht in die Tiefe gehen, da möchte man ja auch besonders das Klientel, was diese Mainstream-Medien da konsumiert, möchte man ja auch hier fordern. Oh, wobei, jetzt wird es wieder hart. Nein, also zurück zum DAX. Wie gesagt, ich glaube, dass das allerdings nur ein ganz untergeordneter Grund, der hier eine Rolle spielt tatsächlich. In Bezug, wie gesagt, auf den Euro, diese Rückeroberung hier dieser Region, ist es auf jeden Fall, wie gesagt, ein starkes Signal. Ich rede übrigens, ich sollte vielleicht mal ganz kurz schauen, ob alles gut gestreamt wird, aber das ist es. Ja, alles fein. Sehr gut. Einen kurzen Augenblick hier. Sehr schön, hier wird alles gut gestreamt. Vielleicht noch ergänzend dazu. Auch bei Twitch wird alles gut gestreamt. An alle YouTuber stelle ich euch hier einmal den Link ein. Twitch. So, da ist einmal der Link zu Twitch an dieser Stelle, falls es hier zu Schwierigkeiten, Schwankungen oder sonst dergleichen kommt. Wie gesagt, findet ihr bei Twitch entsprechend den gleichen Stream, das gleiche Morning Meeting. So, und jetzt blicken wir mal ganz kurz einmal hier auf die Kommentare von gestern. Und zwar, ich hatte das herangezogen hier von Walter Blumberg, das ist @Delta1, also nicht verwechseln, das ist kein Blumberg offizieller oder so dergleichen. Der hat aber einen unglaublichen Newsflow einfach bei sich kostenlos, den er in seinem Stream laufen hat. Also wenn man bei Twitter ist, dann würde ich empfehlen, hier dem @Delta1 tatsächlich zu folgen. Der hat unglaublich viele Informationen. Wie erwartet, Zinsanhebung unverändert, keine Zinsanhebung, wie erwartet, keine Veränderung hier in diesem Zusammenhang. Dann haben wir eben den Umstand hier,
FOMC will complete monthly bond buying taper in early March. Also das heißt auch hier keine große Ankündigung, irgendwie, dass der QE plötzlich schlagartig auf null zurückgefahren wird oder dergleichen. It will soon. Und das ist was, das habe ich auch hier dann aufgegriffen. Also in meiner ersten Reaktion, ich hatte das erstmal nur geretweetet und habe dann zwei, drei Gedanken zu Gold, beziehungsweise Equities generell, Aktien, also DAX, S&P, Nasdaq, beziehungsweise auch Tesla zum Beispiel hatte geschrieben gehabt. Das fand ich ganz interessant hier. Das war eigentlich, das war so ein Schlüssel eigentlich, ehrlich gesagt. Das fällt einem aber nur dann auf, wenn man sich auch kontinuierlich mit den Märkten wirklich auseinandersetzt und an den Lippen hängt, beziehungsweise sich da fortwährend eben an Informationen zieht in Bezug dann auf den Bias, der sich im Markt eben etabliert. Da steht, it will soon be appropriate to raise Fed Funds Rates. It will soon be, heißt, es wird zeitnah nötig sein, die Zinsen anzuheben. Oder es wird bald, also soon ist bald. Das ist nicht konkret, ne? Das ist Wischiwaschi. Also wenn man jetzt im Hinblick dann auf das Fed Watchdog, das ist natürlich jetzt stark verzerrt hier an dieser Stelle. Mittlerweile stellt sich hier die Wahrscheinlichkeit jetzt einer Zinsanhebung sogar 50 Basispunkte, mittlerweile mit 12%, also mehr als 10% da. Dazu dann gleich mehr. Das waren in Folge der Kommentare von Jay Powell. Aber wenn wir uns das mal vor einem Tag anschauen, da sahen wir, dass zum Beispiel 0 bis 25 Basispunkte, 6,6%, das war das, was wir gestern hier im Fed Watchdog uns angeschaut hatten, sogar keinen Zinsschritt im März gesehen haben. Und das war diese Hawkishness, diese, Entschuldigung, Dovishness, also diese expansive Haltung, die sich ja begonnen hat zu zeigen, nachdem dann die stärkeren Abschläge sich jetzt in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben. Also äußerst interessant, ehrlich gesagt, weil dieses kleine Wort soon, ohne es konkret zu benennen, was soon bedeutet. Also konkret wäre gewesen, ab März werden wir den Zins anheben. Das wäre konkret. Und it will soon be appropriate ist so, naja, mal gucken, irgendwie. Und genau das dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass initial jedenfalls Equities sich stark bullisch präsentiert haben. Aber man hat eine Idee bekommen, dass das vielleicht abzuwarten war, denn zeitgleich hat sich Gold bärisch präsentiert und parallel dazu der US-Zins bullisch präsentiert. Also diese News läuft um 20 Uhr über den Ticker. Ich will euch das mal kurz hier zeigen. Also ihr seht, Tesla in der jetzt in der Vorbörse auch um 930. Also das können wir schon mal vorwegnehmen. Eigentlich unspektakulär zum Close von gestern. Mal schauen, es kommen jetzt diverse schon auch Tier-1-Banken, die entsprechend ihre Preisziele auf der Oberseite anpassen infolge dieser Earnings. Eventuell kommt es da zu einer zeitlich verzögerten Reaktion. Aber zunächst zum globalen makroökonomischen Bild. Also 20 Uhr hier, das ist ein 30 Minuten US-Zins 10-jähriger Schuldtitel. Wie gesagt, 1,78% und dann kommt der Spike hier auf der Oberseite und dann nehmen wir auch relativ zügig eigentlich innerhalb dann von ja, rund einer halben Stunde ungefähr Momentum auf und werden sogar bis 1,88% gehandelt. Also das ist eine Riesenbewegung, ehrlich gesagt, eine sehr hawkische Bewegung. Es ist jetzt, wir sind nicht auf Niveaus vorgestoßen, wie wir sie hier am 19. zu sehen bekommen haben, beziehungsweise ja, am 19. war es, das war letzte Woche, ich muss kurz rechnen, jetzt letzte Woche Mittwoch. Aber nichtsdestotrotz, knapp in diese Gefilde sind wir vorgestoßen. Und das war die initiale Reaktion, obwohl sich Equities noch stabil gezeigt haben. Also parallel dazu werfen wir mal kurz einen Blick. Nehmen wir mal den Tech-Bereich, den Nasdaq gleich als Idee. Ja, der hat sich stabil präsentiert. Also der hat ja sowieso schon infolge der europäischen Vorgaben auch einen Großteil dieser Aufschläge verteidigen können. Sieht sogar initial einen bullischen Spike. Und dann wurden wir relativ zügig danach, 10, 15 Minuten später, nach dieser initialen Reaktion auf der Oberseite, dann begonnen abzuverkaufen. Und das beschleunigte sich mit den Kommentaren, die dann von Jay Powell über den Ticker liefen. Und dieser initiale Pop, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dieser eben auf dieses Wort soon, weil es eben sehr, ja, Wischiwaschi ist. Also wir wissen nicht, was meint man damit? Das könnte auch durchaus bedeuten, dass man eben tatsächlich hier in diesem Zusammenhang keine Zinsanhebung im März erwarten dürfte, was ja natürlich dann die Wahrscheinlichkeit von diesen vier Zinsschritten bis Dezember deutlich reduzieren würde. Dann hier wieder der Verweis auf die US-Wirtschaft an der Stelle und Pandemic Weighing on Activity, bla bla. Also das war jetzt relativ unspektakulär. Was dann als nächstes relevant war, war eben hier der Paul. Ihr könnt euch übrigens, also das findet ihr jetzt einmal in meinem Tesla sag ich schon, in meinem Twitter-Account. Das findet ihr natürlich auch hier komprimiert, nur von diesem Walter Blumberg an dieser Stelle. Also Paul hat dann hier interessanterweise darauf verwiesen, we have not made decision on timing and pace of shrinking balance sheet. Er wiederholt hier das, was wir schon wussten von seinen Ausführungen von dem US-Kongress. Also sprich anders formuliert, es gibt keine Entscheidung darüber, wie schnell man die Fed-Bilanz beginnt zu reduzieren, sofern man sich darauf überhaupt einigt. Das gilt auch nochmal auf den Weg zu bringen. Also Stichwort Tightening, da gibt es keinerlei Neuigkeiten.
Wir sehen dann, Fed Balance Sheet is much bigger than it needs to be. Das ist ein Indiz, dass da auf jeden Fall was kommen dürfte. Also die Fed-Bilanz ist deutlich zu groß. Ja, wir haben gestern gesehen im Bereich um 9 Billionen US-Dollar. Und there is quite a bit of room to raise interest rates. Das war dann so ein erster klarerer Hint, okay, da könnte durchaus mehr als tatsächlich diese Vierzinsanhebung vielleicht sogar ins Haus stehen. Vielleicht sogar Stichwort Inflation, wenn diese weiter Momentum aufnimmt, dass man sich dann genötigt sieht, sogar die Zinsen stärker anzuheben, als der Markt das gerade spielt. Das hat dann begonnen, in Anführungsstrichen Öl ins Feuer zu gießen. Und das hat dann begonnen, hier diese Beschleunigung auf der Unterseite auf den Weg zu bringen. In dem Zusammenhang werfen wir jetzt mal hier einen konkreten Blick auf diesen Delta One Feed. Und wir werfen an der Stelle eben den Blick auf die Inflationskommentare. There's a risk, inflation will stay high longer than expected. Also ein Risiko, dass die Inflation länger als erwartet hoch bleibt. Ist doch nicht transitory. Na, welche Überraschung. I do not expect supply chain issues to be completely worked out by end of year, but do expect progress. Das war auch ein hakeliger Kommentar. Also man muss das immer so sehen. Das ist jetzt für uns eigentlich nichts Neues. Also für uns ist das etwas, wovon wir sowieso ausgehen, weil wir bedienen uns unseres logischen Menschenverstandes, aber wir sind eben auch keine Politiker. Wir müssen niemanden nach dem Mund reden, im übertragenen Sinne, sondern wir können in Anführungsstrichen unser Süppchen für uns alleine kochen. Und wenn das allerdings beginnt, jetzt von offizieller Stelle kommuniziert zu werden, dann sollte man in diesem Zusammenhang schon erkennen, dass da ein ganz offensichtlicher Switch auch im Hinblick auf das Narrativ bezüglich der Inflation und der Kommunikation dieser Entwicklung eben stattfindet. Was Paul also hier sagt, ist, I do not expect supply chain issues to be completely worked out by end of year, ist diese Angebotslieferengpässe, die wir zu sehen bekommen, davon geht er nicht aus, dass diese bis Ende diesen Jahres ad acta gelegt werden können. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, wenn es diese sogenannte Bottleneck-Entwicklung gibt, also sprich, wir sehen einfach mal immer noch Unmengen an Liquidität, die zur Verfügung steht, aber nicht ausreichend Güter, auf die diese Liquidität trifft, dann wird zwangsläufig auch die Inflation natürlich hoch bleiben. We are not making progress overall on supply chain issues. Also, das hat er auch diverse Male tatsächlich unterstrichen. Ja, und jetzt ist das Interessante natürlich, was klar sein sollte, ist, die Fed hat auch keine Möglichkeit, diesen Lieferengpässen in irgendeiner Form entgegenzutreten. Na klar, kann die immer mehr Geld ins System pumpen, aber das ändert ja nichts daran, dass mehr Güter produziert werden, beziehungsweise, dass irgendwie rund um den Globus im Falle einer Pandemie eben die Güter dann auch entsprechend geliefert werden, produziert erstmal werden, Querstrich geliefert werden, die man benötigt, um eben aktuell die Inflation auf einem stabilen Level zu halten. Das sind ja zwei Teile der Gleichung, was wiederum bedeutet, dass man dann an der Stelle die Nachfrage vielleicht deckeln muss. Und das ist das, was ich da rauslese. Also, dass man da in irgendeiner Form sagt, naja, dann müssen wir eben die Liquidität massiv reduzieren, die wir zur Verfügung stellen. Also massiv reduzieren, so hat das nicht gewählt, aber man könnte, besonders wenn man sich dann die Entwicklung in Aktien eben in dem Fall hier anschaut, im Tech-Bereich anschaut, wenn man sich den Spike in Zinsen anschaut, dann kann man schon zu diesem Schluss kommen, dass das hier offensichtlich genau das ist, was der Markt dort hineininterpretiert. Und dass auch dann entsprechend die asiatischen Märkte da hineininterpretieren. Wir rollen eben über, wir sehen dann eben den Fall sogar unter die Attacke auf die 14.000, den Fall unter die 14.000. So, und jetzt, also vor diesem Hintergrund, kurz der Blick hier einmal auf das Fed Watch Tool. Wir gucken einmal bis Dezember. Das sorgt dafür, dass der Markt plötzlich hier mit einer Wahrscheinlichkeit 5 Zinsanhebungen spielt, die wir gestern noch nicht gesehen haben. Sogar mit einer Wahrscheinlichkeit hier von fast 30%. Also 3 von 10 Marktteilnehmern, ausgehend von den Optionsmärkten, sehen hier in der Chicago Mercantile Exchange die Fed sogar Zinsanhebungen, 6, 7 Zinsanhebungen auf den Weg bringen. Also 6 ganz besonders. Und das ist eine dramatische Veränderung. Also das ist dramatisch hawkischer, als wir das gestern hatten, zur gleichen Zeit, als wir uns das im Morning Meeting angeschaut haben. Daraus resultierte so der Abgabedruck, den wir zu sehen bekommen haben, der aber jetzt bereits begonnen wird abzufedern, weil jetzt kommt natürlich meinerseits die Frage, das steht komplett konträr zu dem, was ich gestern gesagt habe. Also ich werde im übertragenen Sinne komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Glücklicherweise, ich hatte zwischenzeitlich zum Beispiel der sich abzeichnenden Schwäche zum Beispiel meine Goldposition rausgenommen. Das war ein kurzfristiger Moment.
Momentum-Trade, wo ich darauf abzielte, schauen wir gleich auch nochmal drauf, den Bruch über diese Abwärtstrendlinie auf den Weg zu bringen mit Ziel 8,70 und höher. Den hatte ich schon vor der Fed rausgenommen, also beziehungsweise die Schwäche hat ihn rausgeholt. Ich hatte den Stop, das hatte ich gestern im Morning-Meeting gesagt, auf 8,35 nachgezogen, der ist geholt worden. Und zwischenzeitlich sind wir jetzt sogar noch 25, 30 Dollar tiefer gelaufen. Aber ich wurde im Hinblick auf das Research, also das, was ich gestern hier präsentiert habe, komplett auf den falschen Fuß erwischt. Ich muss sagen, ich hätte damit nicht gerechnet, dass die Fed den Markt derart in Anführungsstrichen einen vor den Bug schießt und dieses Risiko eingeht, dass es hier nochmal zu einer Beschleunigung der Montag eingeleiteten Abwärtsdynamik kommt. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, und wer es nicht glaubt, schaut sich das Video an, dass die Fed etwas tut, um den Markt zu stabilisieren. Also dass eher die Wahrscheinlichkeit für sogar 14 Schritte unter 50% gedrückt wird. So, jetzt sehen wir aber 5, also beziehungsweise eine Rhetorik, die genau das provoziert, also dass wir sogar mehr Zinsanhebungen sehen. Und jetzt fängt es an, in Anführungsstrichen bei mir zu rattern. Also jetzt stelle ich mir die Frage, was ist der Plan hier? Denn ich glaube, dass das Ziel der Fed immer noch ist, die Märkte zu stabilisieren, beziehungsweise eben nicht für ausreichend Volatilität zu sorgen. Also diesen Balanceakt hinzubekommen, einerseits die anziehende Inflation irgendwie zu deckeln durch einen restriktiven geldpolitischen Kurs, aber dann wiederum auf der Kehrseite irgendwie zu versuchen, nicht die Märkte crashen zu lassen, weil man definitiv weiß, dass der Hauptgrund für diese Rallye, besonders seit den Pandemie-Tiefs, beziehungsweise diesen Lockdown-Tiefs, mit Sicherheit rein liquiditätsgetrieben war. So, okay, dann setze ich mich halt hin, mache mir ein paar Gedanken und ich habe es dann hier heute früh, habe ich es geschrieben bei Twitter, kann man das sehen? Doch, oh, Verzeihung. Also, die PA schreibe ich hier, also PA steht kurz für Price Action. Diese Price Action im DAX, im S&P 500, auch im Nasdaq mit nun massiven Abschlägen resultiert potenziell aus Powells bzw. Inflationskommentaren, also das, was ich gerade gesagt habe. Der Markt erwartet nun laut Fed Watch Tool mit rund 60%iger Wahrscheinlichkeit sogar 5 Hikes bis Dezember. Also wie komme ich auf die 5 und 60%? Indem ich einfach alles zähle, was hier rechts von diesen 5 Zinsschritten, und das ist eben 125 bis 150 Basispunkte sich ergibt, 0,6, 6,5 sind 7,1, 22 sind 29,1, 29,1 plus 33,5 sind 62,6% an der Stelle. Also das bedeutet mit über 60%iger Wahrscheinlichkeit 5 Zinsschritte. Und jetzt schreibe ich, was ich daraus ziehe. Ich denke, dass das ein Versuch ist, einerseits die Inflationserwartung runterzubekommen, denn das ist das, um was es hauptsächlich geht. Denkt dran, Inflation, das ist nicht nur einfach eine Zahl auf dem Papier, sondern Inflation ist vor allem etwas, was ich selber für mich erwarte, was mit der Preisentwicklung stattfindet. Also das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmer, als im Einzelhandel Tätiger oder als Geschäftsführer eines Unternehmens dafür Sorge zu tragen habe, dass ich weiterhin meine Kosten decke bzw. die Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlen kann, also jetzt mal sehr einfach gesprochen, und demnach dann aber dennoch genügend abfallen muss, also im Hinblick auf die sogenannte Gewinnmarge, dann werde ich die Preise bei einer anziehenden Inflation eben anheben. Denn ich habe mehr Kosten, um das jeweilige Gut zu produzieren, also gebe ich das an den Endverbraucher einfach weiter. Das ist ein logischer Ablauf, den jeder Unternehmer, jeder Selbstständige macht. Und jetzt kommt genau in diesem Zusammenhang eben der Aspekt, Inflationserwartung spielt eine ganz wesentliche Rolle, weil wenn diese jetzt infolge dieses restriktiven geldpolitischen Kurs gedeckelt wird, weil meine Einschätzung ist, naja, die Inflation kommt runter, dann wird sich das auch im BIAS auf dem breiten Markt auswirken und infolgedessen die einkommenden Inflationszahlen werden eher eine topische Tendenz zeigen. Also das bedeutet, man versucht auf diesen Schritt jetzt durch das In-Aussicht-Stellen oder das Provozieren eines restriktiven geldpolitischen Kurses und der Psychologie hier, man versucht genau diesen topischen Effekt in Inflation hinzubekommen und zeitgleich nimmt man natürlich, wie gesagt, restriktiver geldpolitischer Kurs, einen Spike auf der Unterseite in Equities in Kauf. Aber, und jetzt kommt's, wenn diese Turbulenzen, und wir sind jetzt schon Ende Januar, also das heißt, die nächste Fed-Sitzung steht in 6 Wochen an, Mitte März ist das, wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang hier dann zu starke Turbulenzen zu sehen bekommen, dann hat die Fed natürlich eine coole Möglichkeit. Sie kann einerseits den Zins anheben auf ihrer nächsten Zinsanhebung, also Zinsentscheidung im März, 25 Basispunkte, die Wahrscheinlichkeit dafür ist 100% seitens des Marktes. Und ausgehend hiervon sollten wir auch erwarten, dass die Fed dieser Erwartung des Marktes nachkommt. Also hier sieht man ja sogar 12,4%, die sogar 50 Basispunkt Zinsanhebung erwartet. Man kann aber zeitgleich eine derart dovische Rhetorik anschlagen, die diese Wahrscheinlichkeit hier von 5 Zinsanhebungen wieder
ins Nirvana verfrachtet, in Anführungsstrichen. Und dann dafür sorgen, dass der Markt mindestens kurzzeitig eine sehr starke Rallye tatsächlich sieht und dass das vielleicht dann wiederum aus der anderen Perspektive, Psychologie der Marktteilnehmer dazu führt, dass sie sagen, naja, offensichtlich sind die ja doch nicht so restriktiv. Und dann wiederum dazu führt, dass wir dieses V eben beginnen, den Markt einzuzeichnen. Das wäre so eine Interpretation meinerseits, wozu ich kommen würde, wenn ich mir diese Price Action anschaue, weil das eben konträr zu dem steht, was man eigentlich hätte erwarten können. Und wenn man mich jetzt fragte, wie denn jetzt dieser Optimismus zustande kommt, denn eigentlich ist das gut für weitere Abschläge, dann muss ich sagen, ich glaube, dass der Markt genau das jetzt aktuell gerade beginnt zu spielen. Wir sind, weiß Gott, nicht über dem Berg. Aber erinnert euch jetzt daran, jetzt kommen wir einen Schritt zurück, ich sprach schon in diesem Zusammenhang hier, das war am vorgestern Dienstag. Ich sprach schon in diesem Zusammenhang hier von einem möglicherweise höheren Tief, was wir beginnen auszubilden. Das gab ganz gestern, hat das Nahrung bekommen, als wir so stark in die Fed eben gestartet sind. Da hatten wir schon ein potenziell höheres Tief. Wir wussten aber noch nicht, was die Fed liefert. Jetzt kommt die Fed, liefert genau eben diese restriktive Haltung, die eigentlich zu einer Attacke und einem Fall unter diese am Montag ausgebildeten Tiefs führt und die dann auch weitere Abschläge denkbar macht, die uns sogar hier bis 13.000 Punkte, also diese Zwischentiefs hier, das ist aus dem Mai 21 ungefähr, eventuell sogar die Region hier um 12.300 Punkte tatsächlich aktiviert. Also das heißt weiter ganz klar bärisches Potenzial freisetzt. Und wir können uns aber zuvor hier bereits halten. Also das heißt, wir bilden jetzt schon leicht höhere Tiefs aus im Vergleich zu dem von Montag, von diesen Tiefs. Und das finde ich deswegen so interessant. Nochmal, es ist jetzt erstmal essentiell, dass wir gestrigen Hochs rausnehmen. Aber sollte das gelingen, dann hat die Fed also fast schon eine Meisterleistung hinbekommen. Dann hat sie einerseits eben den Markt in irgendeiner Form ein bisschen, na, wie soll ich sagen, in Aufruhr versetzt, in Aussicht gestellt, da kommt vielleicht sogar noch ein restriktiver geldpolitischer Kurs, als das aktuell erwartet worden ist. Der sorgt für kurzzeitig ein bisschen Wohler, aber wir bilden ein höheres Tief und sind vielleicht sogar in der Lage, hier diese Prä-FOMC-Hochs, also das heißt die vor der FED-Sitzung ausgebildeten Hochs, rauszunehmen auf der Oberseite, was dann ganz klar ein bullisches Signal wäre. Denn dann hat die FED auf einmal einen unglaublich guten Spielraum, denn dann könnte sie immer noch geldpolitisch sich zurücknehmen auf ihrer März-Sitzung, beispielsweise wenn die nächsten Veröffentlichungen, US-Arbeitsmarktbericht, Einzelhandelsumsätze und dergleichen, eben für die US-Konjunkturen zukünftig oder zeitnah zukünftig bärisches oder dunkles Bild eben skizzieren würden. Und also das bedeutet etwas anders formuliert. Heute wird es jetzt sehr spannend zu sehen sein, wie die US-Märkte sich präsentieren. Aktuell warten wir mal ab. Das sind jetzt auch die europäischen Vorgaben. Wie gesagt, da gibt es noch diesen Risikofaktor, den ich allerdings hinten anstellen würde. Stichwort Euro-Abwertung und dergleichen. Aber wenn es hier gelingt, sich deutlich oberhalb von 14.000 zu stabilisieren, hier dieses Bounce-Hoch von heute Nacht vielleicht rauszunehmen, das ist der Bereich 14.300. Spricht wenig dagegen, dass wir nicht hier 14,4 bzw. eben diese Region um 14,6 und dann noch höher vielleicht anlaufen könnten in den Wochenschluss hinein, trotz des restriktiveren geldpolitischen Kurses seitens der Fed. Wäre natürlich ein Traumszenario, jetzt kommt nämlich der zweite sehr, sehr spannende Markt natürlich, wäre natürlich ein Traumszenario, beispielsweise im Hinblick auf jetzt arg gebeutelte Tech-Titel, ganz besonders Tesla, auf die wir einen Blick werfen wollen. Also Tesla hat gestern auch sehr starken Lauf in die Fed hineingesehen. Hier sehen wir es, getoppt sind wir um 87, Entschuldigung, 87 ist ja schon, 89 ungefähr, dieser Bereich. Und dann kam hier auch stärkerer Abgabedruck auf. Tesla kann sich dem nicht entziehen. Also, das ist ein Makroplay an der Stelle. Und dann siehst du auch trotz des starken Wachstumsausblickes, siehst du eben hier entsprechenden Abgabedruck. Wir bouncen in den Abend hinein, schlossen dann unterhalb von 49. Das glaube ich, war sogar leicht positiv für den Tag. Ja, ich glaube, ja, wir hatten tatsächlich hier 2%. 20 Dollar, 9, 18, ne? 29 hatten wir am Dienstag hatten wir geschlossen gehabt. Auf jeden Fall grundsätzlich kein so günstiges Bild, dass man in diese oder ausgehend von welchem man in diese Earnings kommt. Ja, und dann werden die Earnings veröffentlicht. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Und wenn man sich die Zahlen auf den ersten Blick anschaut, dann ist das richtig, 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 richtig stark. Adjusted EPS 2,54 $, erwartet 2,36, 2,37, also deutlich über der Erwartung der Wall Street, aber eben auch weniger als 10% Beat an der Stelle. Wie gesagt, 20%, und das ist der Bereich dann um ja, 2,23, ungefähr 2,70. Das wäre wirklich etwas gewesen,
das hätte in einem stark bullischen Umfeld auch insgesamt, wenn die Fed nicht rausgekommen wäre, tatsächlich diesen sehr starken Drive über die 1000 nach sich gezogen. Aber die erste Veröffentlichung ist eben 2,54. Revenue liegt auch oberhalb der Erwartung. Automotive Gross Margin, das hat es mal etwas gewesen, das hatte ich mal in einem Blogartikel oder einem Podcast, ich weiß es gar nicht genau, hatte ich das mal zum Thema gemacht gehabt, dass hier über 30% eine unglaublich starke betriebswirtschaftliche Kennzahl in diesem Segment Automobilproduktion eben tatsächlich ist. Ich glaube, BMW hatte bis 2017 eine Automotive Gross Margin von um die 20%, sind deutlich darunter gefallen, während Tesla kontinuierlich aufgeholt hat. Also das lässt so ein bisschen den Rückschluss zu, dass im Luxus-Autosegment BMW der in Anführungsstrichen Rang so ein bisschen abgelaufen wird, beziehungsweise Tesla hier Marktanteile sich gesichert hat, seit 2017 ungefähr. Also das ist unglaublich stark, 30% ist unglaublich stark. Free Cashflow sehen wir hier, 2,78 Milliarden gegen 1,64. Und jetzt kommen allerdings die zwei Aspekte, die vielleicht oder initial jedenfalls dazu beigetragen haben, in Ergänzung zu diesem unter der Erwartung liegenden Gewinn pro Aktie. Supply Chain, the main limiting factor, und Supply Chain Limits likely to continue through 2022. Also, das heißt, diese Angebotslieferengpässe machen sich jetzt auch bei Tesla bemerkbar. Erinnert euch dran, wir hatten in diesem Zusammenhang schon in der jüngeren Vergangenheit bei den Earnings auch im Oktober letzten Jahres, hat man gesagt, es ist erstaunlich, wie sich Tesla offensichtlich in der Lage zeigt, hier diesen Angebotslieferengpässen sich zu entziehen. Anders als beispielsweise große Autobauer wie Toyota zum Beispiel, auch hier Volkswagen, Daimler, alle haben über diese Chip-Shortage an der Stelle eben tatsächlich gesprochen. Tesla konnte sich dem irgendwie entziehen, hat es nie zum Thema gemacht, ja, und jetzt plötzlich wird es ein Thema. Das in Verbindung mit diesem EPS, das hat nachbörslich, ich will euch das mal kurz hier zeigen, das ist ja die reine Kasse, die wir uns bei Markets anschauen. Wir gucken uns mal kurz den nachbörslichen Handel an. Das hat dazu geführt, dass wir initial, hier ist ein 5-Minuten-Chart, erstmal scharfen Flash auf der Unterseite gesehen haben. Und da dachte ich mir schon so, oh, jetzt wird es eine Trade-Decision, auch für einen längerfristigen Trade. Es wird deswegen eine Trade-Decision, weil das eine Attacke auf die 900 ist. Und wenn sich das übergeordnete Bild jetzt wirklich beginnt einzutrüben durch die Fed, dann wird sich Tesla auch hier dem Abgabedruck nicht entziehen können. Und dann ist die Gefahr real, dass wir unter die 900 fallen und unterhalb auch schließen. Und dann bin ich auch für eine längerfristige Position in der Bredouille, da kann ich noch so ein bullisches Bild längerfristig für Tesla skizzieren, da bin ich einfach in der Bredouille, die Position halten zu wollen, weil das einfach technisch eine Eintrübung ist, weil wir aus dieser Konsolidierung hier auf der Unterseite rausbrechen und auch diese Trendlinie brechen. Allerdings hat es dann, wie lange gedauert? Eine halbe Stunde? Stunde ungefähr, anderthalb Stunden war es hier in der Spitze und plötzlich hatten wir diese gesamten Abschläge wieder rausgeholt gehabt und sogar dann uns deutlich positiv in der Nachbörse präsentiert, rollten wieder so ein bisschen über. Und das war interessant, ich hatte nämlich noch geschrieben, im Hinblick auf Tesla, auf die Earnings, da hatte ich gestern noch geschrieben gehabt, na mal gucken, ob das überhaupt so ein Effekt ist, vielleicht gibt es so ein Microsoft in Anführungsstrichen, also initial down, erst dieser Flush und dann plötzlich eine stark aufwärts gerichtete Bewegung. War natürlich ein etwas anderes Marktumfeld, aber nichtsdestotrotz, so kam es. Allerdings war das nicht so dieses Microsoft-Phänomen, wo die Earnings gleich von Anfang an sehr stark veröffentlicht worden sind, sondern es war eben, dass man plötzlich realisiert hat, das war eine Einmalzahlung, die hier auf den Gewinn pro Aktie durchgeschlagen ist, die allerdings sich in der Zukunft nicht wiederholen wird. Und wenn man das rausrechnet, sieht man plötzlich, dass das Unternehmen offensichtlich wirklich weiter crushed, in Anführungsstrichen, anknüpfend auch an die Deliveries. Und das ist etwas gewesen, ich musste mir das erstmal hier so ein bisschen, zusammenrechnen, weil ich das irgendwie nicht so ganz verstanden habe, ich bin jetzt auch kein Accounting-Spezialist, aber dergleichen, aber ich habe das hier in der Discord-Community mal ganz kurz thematisiert, also wer jetzt mit den Ausführungen meinerseits nicht ganz hinterherkommt oder dergleichen, einfach in die Discord-Community, einfach ein bisschen hochscrollen in der Chatbox, ich hatte dazu hier schon was geschrieben heute früh. Also, da schreibe ich, der EPS kam zwar über der Erwartung, hier, war durch einen einmaligen Lohnsteueraufwand im Zusammenhang mit dem Vergütungsplan von 2012, also schon vor fast 12 Jahren in Bezug auf Elon Musk wohl, um 340 Millionen US-Dollar verzerrt. Und das wurde erst nach dem initialen Flush tatsächlich offenbar. Und wir haben dann diese minus 5% gesehen. Und wenn man das rausrechnet und die Rechnung dazu, wie gesagt, das macht hier der, wo ist er denn? Habe ich den jetzt weggemacht? Ne, hier ist er. Das macht er hier in so einem Thread. Der rechnet das eben tatsächlich dann raus, also offensichtlich ein Accounting-Thread.
Spezialist an der Stelle, anders ist das nicht zu erklären, rechnet das raus und dann sieht man eben hier an der Stelle haben wir plötzlich 2,84 Adjusted EPS, also nochmal substanziell und mehr als 20% höher als das, was vorher stattgefunden hat. Und genau dieses Rausrechnen dieser Verzerrung, auf das Algorithmen natürlich nicht reagieren. Also Algorithmen reagieren erstmal nur auf den reinen Print. Die sind entsprechend eben programmiert und dann heißt es eben, pass auf, diese Zahl ist ein starker Beat, kaufe bei Übertreffen von 20%, sollte das nicht ertreffen, erstmal verkaufen. Fragen stellen wir dann anschließend. Und genau so sind dann auch diese stark schwankenden Entwicklungen eben tatsächlich zu erklären. Und wie gesagt, jetzt haben wir die 2,84. Bis jetzt in der Vorbörse kristallisiert sich das noch nicht heraus. Also jedenfalls nicht so, wie ich es erwarten würde. Ich würde eigentlich erwarten, dass wir uns schon deutlich höher hier im Bereich um 89, tatsächlich im Bereich der vor FOMC, der Vor-Fed-Hochs tatsächlich stabilisieren. Das ist noch kein starkes Signal. Aber man kann schon erkennen, dass wir beginnen, eine Anpassung eben vorzunehmen. Ich habe heute früh alleine in meinem Twitter-Feed, das müsste man mal genau schauen, da gibt es auch andere Möglichkeiten, um sich zum Beispiel dann die diversen Analysten-Ratings anzuschauen, aber es finden schon jetzt vereinzelt erste Upgrades der Kursziele auf der Oberseite statt. Also das bedeutet etwas anders formuliert, und da sind wir genau bei dem, was ich gestern gegen Ende des Morning-Meetings sagte. Die Analysten, die jetzt diese starken Zahlen eben sehen, die dann auch diese Komponente im Zusammenhang mit diesen Lohnsteueraufwendungen und dergleichen eben rausrechnen, die müssen jetzt plötzlich realisieren, dass sie offensichtlich zu konservativ in Bezug auf eben potenzielle Kursziele und das Wachstumspotenzial von Tesla waren. Wenn die jetzt entsprechende Anpassungen vornehmen ihrer Kursziele und die Portfolio-Manager dann mit zeitlicher Verzögerung auf diese aufmerksam werden, dann wird früher oder später dieser Punkt einsetzen, wo man sagt, Tesla ist ein potenzieller Kaufkandidat. Und ich würde sogar so weit gehen, ausgehend von diesen starken Zahlen, weil nämlich auch der Musk dann anschließend im Earnings Call, der dann kurze Zeit später stattgefunden hatte, darauf verwies, dass diese Supply Chain Issues tatsächlich sich auf den reinen Semiconductor-Bereich, also Halbleiter beziehen, aber nicht auf beispielsweise das, was man an Rohstoffen benötigt, um die Batterieproduktion weiter voranzutreiben. Das ist etwas, das unterliegt allen Autobauern und ausgehend von diesem Wachstumspotenzial ist das wiederum, zumindest rein fundamental, relative Stärke, die ich da sehe, die dann in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden sollte und selbst in einem eher durchwachsenen Marktumfeld vielleicht dazu führt, dass man sagt, wir nehmen die starken Kandidaten rein, die werden zwar jetzt keine super bullische Performance hinlegen, aber nichtsdestotrotz werden die in Relation zum breiten Markt stark performen. Und dann, wenn das wieder heißt, Leinen los, das Wachstumspotenzial freigesetzt wird, dann sind das eben potenzielle Outperformance-Kandidaten. Also längerfristig betrachtet. Wie gesagt, ich möchte ungern sehen, dass wir unter die 900 fallen, aber summa summarum ist das eigentlich ziemlich stark gewesen. Also so wie erwartet stark das eigentlich war, auch wenn die Price Action das initial nicht widergespiegelt hat. Ich bin nochmal sehr gespannt. Wir sind stark abhängig davon, wie sich der übergeordnete Markt präsentiert. Wir sehen jetzt auch den DAX hier, 15.400. Also wir marschieren weiter auf der Oberseite. Wir haben jetzt ausgehend hier von den Abschlägen, die wir in Asien begonnen haben, diese komplett aufgeholt. Ausgehend von der Fed gestern müssen wir noch ein paar Meter machen, 15,5, aber wir arbeiten uns weiter kontinuierlich dabei voran, diese Abschläge eben hier aufzuholen, weil der Markt vielleicht genau diese Interpretation der Earnings hat, wie ich sie hier heute früh schon bereits skizziert habe. So, ja, also bis dato tatsächlich viel Spekulation. Wir müssen abwarten, wie sich die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Die werden uns ein klares Signal nochmal liefern. Ich hätte mir eigentlich ein klares Bild erwünscht, ehrlich gesagt. Dahingehend, dass wir jetzt schon eine Price Action wissen, aber was der Markt eben jetzt hier gerade macht, das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist eher ein starkes Signal, wie gesagt. Schlüssellevel, wie gesagt, im Hinblick auf den DAX, ich möchte sehen, dass wir die Hochs hier rausnehmen, die wir gestern ausgebildet haben. Das bricht zwar noch nicht diese Abwärtssequenz, nichtsdestotrotz würde das ein höheres Tief bestätigen, was wir am Montag schon thematisiert hätten und was dann auch weiteres Potenzial freisetzen könnte, zügig Richtung 15.800 bzw. 16.000 Punkte. Eine ähnliche Konstellation, ziemlich gleich eigentlich, finden wir im S&P. Auch der arbeitet hier an einem potenziell höheren Tief, auch wenn der wiederum, also das ist jetzt der S&P 500, auch wenn der hier die 4.450 roundabout auf der Oberseite rausnehmen müsste, um dieses höhere Tief zu bestätigen, dann ist das nächste Ziel Bereich, Region um hier ungefähr diesen Bereich, 4.500, müsste da nicht eine Linie sein? Eigentlich schon, oder? Irgendwie wird hier rausgeschnitten. Also es bleibt dann eine Rückeroberung der 4.500 essentiell, um das Bild aufzuhellen. Auch da warten wir mal ab.
Wir haben jetzt schon öfter gesehen, dass wir hier eine starke Aufwärtsbewegung gesehen haben. Zum Beispiel vorgestern Dienstag stark bullischer Drive, bis sogar in den Abend hinein, nur um in der letzten Handelstunde starken Abgabedruck zu sehen. Mal gucken, ob wir das in der Lage sind, abzufedern. Wie gesagt, 4450, 4500 Tagesschluss oberhalb, das wäre ein Signal, dass das dann eventuell etwas heißer gekocht wurde im Hinblick auf die Fed und diese 5-Zins-Anhebung, als es jetzt gegessen wird. Und technisches Level im Zusammenhang mit dem Tech-Bereich, relativ ähnlich zum S&P, nur mit anderen Kursmarken, das Bereich 14.500, würde ich sagen. Das sind diese vorbörslich, Entschuldigung, die Vor-FOMC-Hochs, hier dieser Bereich. Auch hier haben wir diese Abwärtssequenz dann weiter intakt, aber sobald wir 14.8 vielleicht ja, Richtung oder über 15 uns stabilisieren können, diese Abwärtssequenz brechen, wäre auch hier ein höheres Tief eben aktiv und würde dann zeigen, dass, wie gesagt, der Markt da eventuell einen zu restriktiven geldpolitischen Kurs rein interpretiert, beziehungsweise er interpretiert es zwar, nichtsdestotrotz ist der Spielraum, der geldpolitisch lockerer sich in der Zukunft darstellt, seitens der Fed hierdurch wesentlich größer geworden eigentlich. Wie gesagt, das ist, was ich mit Meisterleistung meine in Bezug auf die Rhetorik und würde dann in dem Zusammenhang sagen, das ist etwas, was der Markt jetzt bereits beginnt zu diskontieren, beziehungsweise zu antizipieren. Also das heißt, vorwegzunehmen, einzupreisen an dieser Stelle. Also 14.500 zunächst, Schluss oberhalb von 14.8 beziehungsweise eher 15.000 ist es an der Stelle, was hier diese Abwärtstrendlinie brechen würde. Aber wir harren der Dinge, die hier kommen. Wie gesagt, sollten wir hier nochmal eine Attacke und einen Fall unter diese Tiefs von Montag sehen, das ist der Bereich 13.750 ungefähr, in dem Fall hier dieser Bereich 13.700, dann könnte es nochmal sehr, sehr viel trüber werden, denn dann ist der Weg frei tatsächlich bis in Gefilde hier um ja, vielleicht sogar 12.000 Punkte im Nasdaq, was ausgehend von den aktuellen Kursniveaus Abschlägen in der Größenordnung nochmal von mehr als 10% entsprechen würde und dann uns auch im Hinblick auf die Allzeithochs hier auf eine Korrektur von über 20% bringen. Scheint mir sehr, sehr optimistisch für die Short-Seite, ehrlich gesagt. Und auch vor allem im Hintergrund des Bias, der sich im Markt eben etabliert. Global Makro, na klar. Blick auf den Euro-US-Dollar. Hier weitet sich jetzt das sogenannte Zinsdifferenzial zwischen europäischen und US-amerikanischen Bonds wieder deutlich aus. Ein kurzer Augenblick. Jetzt sehe ich gerade, kommt eine Frage zur Deutschen Bank. Ich habe heute früh, ich habe allerdings die Zahlen nur gesehen, sie sind über meinen Ticker gelaufen. Ich habe sie nicht weiter analysiert. Gute Zahlen. Ich glaube, ich hatte jüngst mal ein Gespräch mit einem anderen Trader zur Deutschen Bank. Der hat insgesamt eigentlich auch ein bullisches Bild skizziert gehabt. Na, also die Deutsche, die hat hier, sieht zwar immer noch nicht besonders vielversprechend aus, aber hat begonnen, hier so eine längerfristige Bodenbildungsphase abzuzeichnen. Also hier waren die Abschläge, die wir zu sehen bekommen haben rund um Corona. Und ausgehend davon haben wir jetzt begonnen, uns kontinuierlich hochzuarbeiten, auch diese Corona, vor Corona-Hochs hier zu halten. Das ist so der Bereich ich mach's mal rund, ungefähr 10 Dollar. Das ist eigentlich ein positives Signal. Und auch aktuell auf die Earnings wird ja hier, kommt es ja zu einer bullischen Reaktion. Also man kann sehen mit der Kasse, ne, das ist der reine Xetra-Handel, ne, die wir hier sehen. Also das heißt von 9 bis 17:30 Uhr. Wir sehen jetzt zunächst einmal hier starke Aufschläge. Die Deutsche spielt allerdings im Hinblick jetzt auf den DAX von der Gesamtgewichtung her keine so große Rolle. Also das ganz kurz vielleicht mal Wikipedia, DAX, Markt, Kapitalisierung, mal gucken. Mal schauen, ob das hier in dem Artikel aufgegriffen wird. Ja, da ist es. Und zwar, ja, wo ist er denn? Da ist die Deutsche Bank. Indexgewicht 1,6%. Also verschwindend gering. Ja, das ist nicht mehr, das ist kein Powerhouse mehr im DAX. Also bezogen, wie gesagt, auf die Earnings, ich müsste mir die genau anschauen. Ich habe dazu keine so große Meinung. Man könnte jetzt mal rein aus der charttechnischen Perspektive sagen, Break und halten über die 13, könnte hier auch weiteres Aufwärtspotenzial bis 16, 17 Euro wirklich die Aktie vielleicht sogar freisetzen. Besonders wenn eben der Zins beginnt, sich deutlich anziehend zu präsentieren. Weil Zinsgeschäft natürlich einer der das Kern, das Kernbusiness eben tatsächlich ist. Was ich dabei allerdings ein bisschen kompliziert finde, ist,
dass diese anziehenden Zinsen infolge anziehender Inflation eventuell nochmal zusätzlich zum Risiko beitragen, dass es zu einer Kaskade von Zahlungsausfällen im Mittel- bzw. kleinen Unternehmerbereich eben tatsächlich kommt. Was das gesamte europäische, den gesamten europäischen Bankensektor eventuell ins Wanken bringen könnte, weswegen ich zwar einerseits erstmal sage, ja, die 10 haben wir halten können, Break höher, ist eher bullisches Potenzial, was freigesetzt wird, aber wo ich sagen müsste, langfristig möchte ich eigentlich eine deutsche Bank auch. Also es hört sich jetzt ein bisschen abfällig an. Ich bin auch bei der Deutschen Bank, ich bin Kunde bei denen, aber das ist halt im Vergleich zu den ganzen aufstrebenden Fintechs, die eben zum Beispiel heute Abend seht ihr bei mir im YouTube-Kanal, habe ich zum Beispiel ein Earnings Play zu Earnings, gar nicht wahr, Fundamental, das ist ein Fundamental Game Changer, im Hinblick auf eine Banklizenz, die Sophie bekommen hat. Das ist ein US-amerikanisches Fintech, was als nicht Neo-Broker, sondern als Neobank agiert. Also das heißt, die haben ein Geschäftsmodell, was im Endeffekt eigentlich ohne Bankfilialen auskommt. Schlank aufgebaut ist einfach und rein über App funktioniert. Da kann man von halten, was man will, aber ich glaube, dass dieser Zug, besonders am klassischen Retail-Banking-Geschäft ganz besonders, auch im Hinblick auf Vermögensanlage beispielsweise, entsprechende Robo-Advisory-Lösung und dergleichen, an einem Großteil eben des deutschen Bankenmarktes gefühlt jedenfalls vorbeigegangen. Also Moment, muss man natürlich ein bisschen relativieren. Da gibt es natürlich Kandidaten, die da sich sicherlich schon in diesem Bereich spezialisieren. Aber die Klassiker, die klassischen großen alten deutschen Banken, Commerzbank, Deutsche und so weiter, ich glaube, dass die da nicht besonders gut aufgestellt sind und deswegen der Wachstumsausblick sich sehr, sehr wenig stark darstellt, sofern er überhaupt stattfindet. Neben den globalen makroökonomischen Risiken sollte es zu Verwerfungen beispielsweise hinsichtlich des Euros kommen und entsprechender Zahlungsausfälle von kleinen mittelständischen Unternehmen durch Corona und dass dann entsprechend zu massiven Abschreibungen kommen, die Banken nochmal in einen starken Abwärtssog auf der gesamten europäischen Landscape eben in den Abwärtszug ziehen könnten, was sich natürlich dann nicht unbedingt positiv, trotz starker Quartalszahlen jetzt eventuell, dann auswirkt. Also das bedeutet, ja, technisch vielleicht ein kurzes Play, bullischer Momentum Drive Trade, wenn wir über die 1260, 1270 gehen, Richtung 13 und über. Aber nichtsdestotrotz, das wäre wirklich rein auf den Trading-Aspekt bezogen, nicht auf irgendwelche Invest-Überlegungen, tatsächlich über längerfristige Trades, die ich da in Betracht ziehen wollte. So, einmal der Blick, wie gesagt, auf den Euro-US-Dollar und Ausweitung des Zinsdifferenzials. Wir haben gerade gesehen, US-Zinsen sind stark angezogen, während eben europäische Pendants sich versuchen, wenigstens aus dem Null-Umfeld infolge anziehender Inflation herauszuhangeln. Also zeige ich mal ganz kurz hier, die beiden Zinsniveaus ja hier übereinander gelegt. Wir sehen einmal US-Zinsen, die jetzt über 1,8%. Okay. Über 1,8% eben zurückgelaufen sind, während eben hier auch deutsche Schuldtitel in Richtung 0% leicht positiv gelaufen sind und sich in diesen Gefilden stabilisieren. Nichtsdestotrotz kann man hier, glaube ich, unweigerlich erkennen, dass das Zinsdifferenzial weiter ganz klar für den US-Dollar spricht, durch den Zinsvorteil, den der US-Dollar gegenüber europäischen Pendants, ganz besonders eben deutschen Schuldtiteln, eben hat. Ja, und wie gesagt, das ist eben etwas, was derzeit auch mit Sicherheit weiter, neben dem gerade skizzierten Bild im Hinblick auf die Sorge, dass der Euro massiv Schwierigkeiten eben sieht, infolge dieser Verwerfung im mittelständischen Bereich, ganz besonders und auch im kleinen unternehmerischen Bereich, dass das eben hier dazu führt, dass der Euro eher verkauft werden sollte. Und ja, wir laufen jetzt den 1,12er-Bereich wieder an. Wie gesagt, der Goldschenk, der hatte das zum Thema gemacht in der Discord-Community. Das ist jetzt ein erstes Zwischenziel, was wir zum Thema gemacht hatten. Also gar nicht ich. Jetzt müsste ich kurz nochmal überlegen, wer das gesagt hatte. Aber das wäre jetzt ein erster Bereich für eine mögliche Gewinnmitnahme. Und dann würden wir jetzt im Endeffekt einfach sagen, den Rest der Position halten wir, sehen wir einen Bruch unter die 1,12 unten halten, dann ist das ein klar bärisches Signal, was weitere Abschläge sogar bis 1,10 und tiefer möglich macht. Das sind dann die Kursziele, die ich schon vor einigen Monaten mal zum Thema gemacht hatte auf der Unterseite. Noch kurz überlegen. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen gewesen. Also nochmal ganz vielleicht abschließend im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung, so nennen wir sie mal. Wir fassen nochmal kurz hier zusammen. Wir hatten das jetzt detailliert aufgearbeitet, wie Powell und die Fed damit umgeht. Wenn wir uns dazu anschauen, was Frau Lagarde zum Thema macht, das hatten wir im Morning Meeting vor einigen Tagen, letzte Woche schon, ich weiß es gar nicht mehr so genau, zum Thema gemacht. Die sagte, dass Inflation aktuell im übertragenen Sinne nur transitory ist und dass man hier nicht plant, in irgendeiner Form
sich restriktiver zu präsentieren. Man sieht jetzt zwar, dass die Spekulationen für einen leichten kleinen Zinsschritt um, ich glaube, 20 Basispunkte bis Dezember am Beginn leicht anzuziehen, wenn man sich die Swap-Märkte näher betrachtet, aber also im Euroraum seitens der EZB, aber nochmal, die EZB, die wird von ihrem lockeren geldpolitischen Kurs nicht abweichen können. Unmöglich. Und infolgedessen, weil man das weiß seitens der Marktteilnehmer, der Makroplayer, und weil man auch in diesem Zusammenhang hier im Gegensatz dazu eben sieht, dass die Fed jetzt in der La oder sich in der Lage zeigt, oder zumindest es kommuniziert, man will die Inflation in den Griff kriegen, während man hier seitens der EZB im übertragenen Sinne den Kopf in den Sand steckt und sagt, es wird schon irgendwie, was es nicht wird, aber das ist ein anderes Thema. Das schürt kein Vertrauen in Bezug auf den Euro und das sorgt eher für Kapitalabflüsse aus den Euro zurück in den US-Dollar, die dann entsprechend eben hier, wie gesagt, auch weiteres Abwärtsmomentum erwarten lassen, Drop in Richtung 1,10 und tiefer. Und wovon man sich vielleicht sogar kurzfristig das irgendwie schön redet, da wird man diverse Politiker, Geldpolitiker, Notenbanker hören, hier zulande, Querstrich in Europa generell, da wird es heißen, das ist auch toll, ja, haben wir eine schwache Währung, die dann auch den Export eben tatsächlich befeuert. Mal schauen, ob die Rechnung aufgeht. Ich befürchte, sie wird genauso wenig aufgehen wie das, was wir jetzt im Bereich Energie tatsächlich zu sehen bekommen. Ja, aber ja, was erwartet man sonst? Also im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob der eine oder das so mitbekommen hat. Wir sollten es nicht zum Thema machen, aber die Geschichte mit den Helmen, die Deutschland jetzt in die Ukraine liefert, ja, als Beitrag. Ja, ich hab gestern mich, als ich das initial las, was Frau Lambrecht da von sich gab, auch mit einer vollständigen Selbstverständlichkeit. Also das war wirklich, das war richtig inbrünstig. Ja, also die wird abends nach Hause gekommen sein zu ihrem Mann und wird gesagt haben, ich verstehe das gar nicht, wie undankbar, ja, diese Häme, die mir jetzt entgegenschlagen. Ich habe mich als erstes gefragt, als die Meldung über den Ticker lief, 5.000 Helme an die Ukraine zu liefern, ob das jetzt schon die Definition eines Angriffskrieges erfüllt. Aber gut. Wie gesagt, brisantes Thema sollten wir nicht weiter ausweiten, aber wir sollten mehr und mehr doch erkennen, dass die Herrschaften uns Regierenden offensichtlich ohnmächtig werden und keine wirklichen Ziele tatsächlich haben, dass das viel, viel Blabla ist, aber im Endeffekt eigentlich keine Substanz beinhaltet, keine klaren Lösungsvorschläge beinhaltet. Deswegen sind wir auch immer noch in der Pandemie, anders als unsere Mitgliedstaaten. Wir zeigen zwar immer mit dem moralischen Zeigefinger auf andere, aber in Anführungsstrichen, ich glaube, wir können so weit gehen zu sagen, Deutschland hat fertig. Also wir sind wirklich ganz, 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 ganz in ganz, ganz schwierige Wasser geraten. Und das, was die Situation gefährlich macht, ist, glaube ich, dass wir von Politikern regiert werden, die das überhaupt gar nicht erkennen, sondern die sich auch noch im Recht sehen. Und ich glaube, das ist dann so ein Umfeld, welches wirklich ja gefährlich wird tatsächlich. Also welches auch im Hinblick auf den Euro. Also jetzt wird man sich sagen, hat das was mit Trading zu tun? Ich glaube viel. Denn ich muss mich in einem Trade auch wohlfühlen. Und in dem Fall kann ich mich nicht wohlfühlen. Deutschland ist größte Volkswirtschaft der Eurozone, noch größte Volkswirtschaft der Eurozone, mal gucken, wie lange noch, ist da ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wenn diese Unsicherheit und Inkompetenz sich jetzt so unverblümt zeigt, dann ist das kein positives Zeichen für die Zukunft und sollte eben tatsächlich wahrscheinlich eher dazu führen, dass man beginnt, einen Plan zu schmieden, wie man seinen Teil aus eurolastigen oder euro-denominierten Assets in anderslautende Assets oder Währungen eben tatsächlich transferiert bekommen. Nicht, dass die Situation sich auch früher oder später in den USA dramatisch darstellen wird im Blick auf den US-Dollar, aber wir hatten das schon vor ungefähr einem Jahr gesagt, die Fallhöhe, die wir haben in Bezug auf den US-Dollar, die ist nicht so hoch wie die im Falle des Euros, ausgehend beispielsweise von der Relation Wirtschaftsleistung in Billionen Euro gerechnet, in Relation zur EZB-Bilanz bzw. US-Dollar. In Billionen US-Dollar gerechnet, Wirtschaftsleistung, BIP, in Relation zur Fed-Bilanz. Das Verhältnis in der Eurozone ist bei mittlerweile fast 80%, also das heißt fast 1, das heißt Fed- oder EZB-Bilanz zu BIP-Leistung an der Stelle. Und wenn wir das Gleiche eben im US-Dollar-Bereich sehen, da sind wir bei 35%. Also das bedeutet, wir haben da wesentlich mehr Spielraum eigentlich nochmal geldpolitisch aus der Perspektive. Nicht, dass das zum Vertrauen beitragen würde, aber das unterstreicht nochmal, auf welcher abschüssigen Rampe wir uns hier im Hinblick auf den Euro längerfristig eben tatsächlich bewegen. Das ist auch mit einer der Hauptgründe tatsächlich. Also ich will es ganz ehrlich sagen, das ist mit einer der Hauptgründe, weswegen ich auch im Hinblick beispielsweise auf europäische Aktien, auf deutsche Aktien ganz besonders, nicht wirklich, naja, gut zu sprechen ist das falsche Wort, aber zumindest mal die nicht wirklich bei meinen längerfristigen Ausrichtung meines Portfolios irgendwie in Betracht ziehe. Also da bin ich in Wachstumsmärkten, bin ich in Märkten, wo ich das Gefühl habe,
dass da wirklich Potenzial ist, dass da auch die Unterstützung seitens dann auch der Regierung sich stattfindet. Zum Beispiel, ich habe jetzt jüngst gesprochen mit einem, das ist ein anderes Thema, wir sind jetzt hier von Gold, wir kommen mal ganz kurz zu Moderna, Impfstoffhersteller zum Beispiel haben dramatische Abschläge gesehen. Ja, ich hatte das ja schon seit geraumer Zeit gesagt, Stichwort Pandemie ist vorbei, sehr plump formuliert, aber nichtsdestotrotz einfach so, wo ich sage, ich sehe an der Stelle einfach mal aus dieser Perspektive jedenfalls das Wachstumspotenzial nicht gegeben. Jetzt habe ich mich Pharmazeut natürlich auch über die mRNA-Technologie und dergleichen unterhalten. Wir sind beide zu dem Schluss gekommen, also BioNTech ist sicherlich vielversprechend in diesem Bereich, sehr stark aufgestellt, mRNA-Technologie, aber er sagte dann zum Beispiel, aber ich glaube noch eher, dass Moderna stärker aufgestellt ist. Und daraufhin sagte ich zu ihm, ich vermute mal, das sagst du deswegen, weil die US-Regierung auch massiv unterstützend in diesem Bereich für dieses Unternehmen tätig ist und entsprechende Projekte finanziert, Gelder zur Verfügung stellt und dergleichen im Bereich Forschung. Und dann hat er nur genickt. Also sprich anders formuliert, wenn man sich im Bereich Pharma plant aufzustellen und jetzt die Wahl hat zwischen BioNTech und Moderna, muss ich ganz ehrlich sagen, würde meine Wahl eigentlich immer auf Moderna fallen. Immer auf Moderna fallen, weil es eben ausgehend von der Unterstützung, also sofern ich dafür ein bullisches Bild skizziere, das ist jetzt nicht, versteht er nicht als Anlageempfehlung oder sonst dergleichen, sondern wenn ich die Abwägung treffen würde, nehme ich ein europäisches Unternehmen oder nehme ich eins aus den USA, meine Wahl würde dann in dem Fall ganz klar auf ein US-amerikanisches fallen. Ausgehend von den gerade geschilderten Umständen, der politischen Entwicklung, der Ohnmacht, in der wir uns wiederempfinden, der Inkompetenz, die wir einfach hier sehen. Und ja, also sprich, das ist durchaus so ein Paradebeispiel eigentlich dafür, warum ich per se eigentlich in Bezug auf europäische Aktien, deutsche Aktien nicht wirklich optimistisch bin. Aber final noch, ein Blick einmal auf Gold. Der Trade von gestern, eigentlich, das ist nur jetzt rein aufs Trading bezogen. Das ist nicht, dass das sich hier das Bild irgendwie verändert hat. Dieser Bereich, diese türkisfarbene Linie war mein Stop. Ja, ausgehend, ich hatte einen Trade aufgesetzt, initial. Hier bullischer Drive, den ich dann rausgenommen hatte, Break-Even, weil der Follow-through ausgeblieben ist. Hatte dann gesehen, oh, Stabilisierung gegen den Ausbruchbereich. Das war letzte Woche schon bereits. Habe die Position nochmal dazu genommen, mit kleinem Risiko. Sehe dann natürlich mit viel Wohlwollen jetzt vorgestern am Dienstag diesen Bruch und diese Attacke auf die Abwärtstrendlinie übergeordnet. Die können wir uns mal hier einzeichnen. Kommt die hin? Ja, so ungefähr, ne? Langfristige Abwärtstrendlinie. So, Moment, ich mache die mal blau. Und im Kern ging es jetzt auch durch die FED um den Bruch höher. Und dann habe ich natürlich diese Attacke vorher gesehen. Und nun ja, das hat mich dann dazu bewogen, als wir dann allerdings Schwierigkeiten bekamen, rein technisch betrachtet, wenn man das jetzt übergeordnet anschaut, im Bereich dieser Aufwärtstrendlinie und diesen Breakthrough nicht sahen und das auch im initialen Moment kein fundamentaler Treiber war, der dahinter steckt, habe ich gesagt, wenn das jetzt ein Fehlausbruch war, vielleicht nur ein Stop-Fishing hier im Bereich auf neue Hochs, dann will ich die Position nicht unbedingt halten, wenn wir zurück in die Range laufen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Wir sind gestern bereits dann hier vor der FED, 2, 3 Stunden vorher, sind wir unter diese Niveaus gefallen. Ich habe mich dann rausnehmen lassen und wir sehen auch jetzt weiteres Abwärtsmomentum, was uns zurück in diesen Range-gebundenen Modus führt. Wir haben weiter eine grundsätzlich bullische Vorstellung. Wir halten oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze, das trotz deutlich anziehender US-Zinsen. Das ist also summa summarum immer noch eine relativ starke Vorstellung von Gold. Aber um klar bullisches Signal zu kriegen, willst du diesen Bruch dieser Abwärtstrendlinie zu sehen bekommen. Und der bleibt derzeit jedenfalls aus. Und deswegen sollte man hier in dieser Konstellation sich noch zurückhalten tatsächlich. Mal schauen, wenn wir sogar jetzt hier unter die 810 ungefähr diesen Bereich fallen, dann wäre sogar denkbar, dass wir nochmal unter 1.800 rutschen. Durchaus eine Option, die man in Betracht ziehen sollte. Ja, so. Und das wäre es soweit tatsächlich erstmal meinerseits gewesen. Ich schaue es mal ganz kurz. Ja, das ist eine mittlerweile ja Politikpandemie. Es war ja lange Zeit eine Verschwörungstheorie, aber ich glaube, die jüngsten Entwicklungen, die haben dann doch gezeigt, es geht nicht mehr um Gesundheit. Hier geht es jetzt nur noch um das Durchsetzen politischer Macht. Ich muss sagen, ich habe gestern nur ein paar Kommentare von dieser Impfpflichtdebatte da im Bundestag gesehen. Hanebüchen, ja, Hanebüchen. Also, das muss man wirklich sagen. Also, das seitens derer, die es befürworten, ist gefühlt nicht einer gewesen, der ein Argument aus gesundheitstechnischer Perspektive geliefert hat. Diverse Kommentare diverser Politiker, allen voran Herrn Lauterbach, aber auch Herr Wüst beispielsweise.
alle rein politisch motivierte Gründe, die auch unverfroren straight away in die Kamera gesagt werden. Aber naja, es ist halt ja mittlerweile eine neue Entwicklung, die wir zu sehen bekommen. Die brauchen sich auch keine also die brauchen sich ja keine Verantwortung mehr zu stellen. Und offensichtlich haben sie ja auch die Unterstützung des Verfassungsgerichts, des Bundesverfassungsgerichtes, denn das scheint ja mittlerweile auch seinen Aufgaben nur noch gefühlt jedenfalls nicht so nachzukommen, wie man das eigentlich erwarten würde. Aber so ist das. Ich bin kein Jurist, aber ich habe mal mit einem gesprochen, der sagte, Recht haben und Recht bekommen, das ist zweierlei. Ja, jedenfalls in Deutschland. Und wenn das einmal durch hat, der ist dann auch nicht überrascht. Also das ist das Nächste. Das hört sich jetzt so frustriert vielleicht an, aber ganz im Gegenteil. Also ich bin nicht überrascht. Also wer, wie gesagt, sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, wer da mit offenen Augen durch die Welt geht, den überrascht das nicht. Aber das ist eben auch etwas, das wird langfristig, davon bin ich fest überzeugt, keine gute Entwicklung nehmen, die uns auch dann in diesem Zusammenhang betrifft als Trader. Nicht kurzfristig jetzt, aber längerfristig im Hinblick auf Investments, im Hinblick auf Ausrichtung unserer Portfolios. Und einfach die Frage zu stellen, kann ich solch einer Ja, solch einer instabilen politischen Aussicht, da vertraue ich der. Und ich glaube, die Antwort ist in den seltensten Fällen hier wirklich ein Ja. Also ich würde da kein Geld drauf setzen wollen. Also jedenfalls nicht mein hart verdientes Geld an der Stelle. Und deswegen habe ich das jetzt auch mal durchaus mal so einstreuen lassen. Mal ganz zu schweigen davon, dass ich auch davon ausgehe, dass ich hier vielleicht dem einen oder anderen auch aus der Seele spreche und der sich vielleicht auch nur noch im Kreis dreht und sagt, ich verstehe das alles nicht mehr. Du bist nicht alleine, ja. Also es gibt auch noch andere, die es nicht mehr verstehen, nur noch mit dem Kopf schütteln. Und ja, das soll es meinerseits gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können für euer Trading für heute. Wie gesagt, so sehr spannend in Bezug auf jetzt die Reaktion der US-Märkte, ob die in der Lage sind, die europäischen Aufschläge, die sich jetzt abzeichnen, halten zu können. Eigentlich ein klar bärisches Umfeld. Wenn wir trotz dieser bärischen Aussicht makroökonomisch durch die Fed gestern in der Lage sind, jetzt ein höheres Tief auszubilden, im Falle eben des Nasdaq, die 14,7 rausnehmen, besonders im Tech-Bereich hier, diesen Bereich 14,6, dann wäre dieses höhere Tief aktiviert und das wäre meiner Einschätzung nach ein starkes Signal. Wir wären da noch nicht aus dem Gröbsten raus. Wir müssten dazu auch jetzt diese Abwärtstrendlinie brechen, aber das wäre eine Möglichkeit. Alternativ scharfer Bounce und dann Flushdown, der allerdings mit Bruch der Tiefs von Montag nochmal stark bärisches Potenzial freisetzt. Ich wünschte es mir, dass es nicht so käme, denn auch dem würde sich beispielsweise eine Tesla als Einzeltitel da nicht entziehen können. Aber wir sehen, ja, wir werden sehen, die Märkte, beziehungsweise die Trader-Götter, die werden uns den Weg weisen und wir werden natürlich ganz frisch und fröhlich frei und ohne Widerstand zu leisten uns diesem Wunsch fügen und dann mit der Price-Action reiten. Das habe ich schön gesagt. Ja. Also, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder 10:30 Uhr zum Morning-Meeting. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und soweit meinerseits. Also, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Bis morgen 10:30 Uhr. Bis dann und tschüss.